Viele spannende Informationen rund ums Busfahren in Wiesbaden. Informativ und lesefreundlich aufbereitet. All das bekommt man im Infomobil. Das Fahrgastmagazin für Wiesbadens Nahverkehr erscheint viermal im Jahr und ist kostenlos erhältlich. Herausgegeben wird die Zeitschrift von SW Verkehr. Wir denken, dass es für unsere Fahrgäste eine wichtige Informationsmöglichkeit ist, alle wichtigen Dinge über den Wiesbadener Personennahverkehr zu erfahren. Und aus diesem Grund haben wir uns vor einigen Jahren entschieden, die Infomobil ins Leben zu rufen. Das Fahrgastmagazin erscheint in 2015 bereits im 10. Jahr. Und zwar in regelmäßigen Abständen alle 3 Monate. Bis der Leser so eine Heftausgabe allerdings in die Hand nehmen kann, sind eine Menge unterschiedliche Arbeitsschritte notwendig. Ganz als erstes steht das Finden spannender Themen auf der Tagesordnung. Dies geschieht etwa 2 Monate vor dem geplanten Erscheinungstermin in unterschiedlichen Redaktionssitzungen. Das Infomobil-Team, das sich aus SW-Mitarbeitern sowie externen Redakteuren und einer Designagentur zusammensetzt, berät gemeinsam über die Themenauswahl. Eines der Ziele lautet, den Lesern spannende Einblicke in die Welt von SW-Verkehr zu ermöglichen. Der Fahrgast, der morgens in seinen Bus steigt, seine 7 Haltestellen fährt und wieder aussteigt, macht sich ja keine Gedanken über die ganzen Abläufe, die dahinter stattfinden im Hintergrund. Und diese ganzen Mechanismen, die erst dazu führen, dass der Fahrgast den Bus überhaupt nutzen kann, sind sehr, sehr spannend darzustellen. Und wir wissen, dass die Leser dank des Infomobils die Möglichkeit bekommen, diese Blicke hinter die Kulissen machen zu können. Am Ende der Themenfindung erstellt Melanie Schaus von SW Verkehr ein Redaktionsprotokoll, das die komplette inhaltliche Planung für die bevorstehende Infomobilausgabe enthält. Damit unter dem Arm macht sich Karl-Ludwig Mehl von der Wiesbadener Agentur Textstark an die Arbeit. Er ist einer jener Redakteure, der die spannenden Inhalte für die Leserschaft zu Papier bringt. Dafür holt er sich zunächst alle wichtigen Infos direkt vor Ort bei den entsprechenden Mitarbeitern der Verkehrsgesellschaft ab. Danach bringt er die gesammelten Notizen in die richtige Reihenfolge und beginnt schließlich mit dem Erstellen der Artikel. Es ist eine Herausforderung, auch eine ziemlich große Herausforderung, aber auch eine, die sehr viel Spaß macht, weil wir uns ganz bewusst in die Rolle des Fahrgastes versetzen, der diese Abläufe im Hintergrund eben nicht kennt und wir eine Art Dolmetscherfunktion haben. Das heißt, die zum Teil sehr fachspezifischen Informationen, die wir von den Fachleuten bei SW Verkehr bekommen, so umzusetzen, dass der Leser sie auch versteht und begreifen kann. Zur Leserschaft einer Infomobilausgabe gehören aber nicht nur die Fahrgäste. Für die gut 800 Mitarbeiter der SW Verkehr Unternehmensfamilie erscheint immer auch eine erweiterte Ausgabe des Magazins. Diese enthält neben den Artikeln für die Kunden weitere SW-interne Themen für die Beschäftigten. Auf diese Weise bekommt jeder Mitarbeiter regelmäßig alle Informationen, die auch der Fahrgast erhält, plus weitere nur für ihn bestimmte Neuigkeiten. Sind die Texte verfasst, kommt die Wiesbadener Designagentur 99 Grad ins Spiel. Sophie Seitz' Aufgabe ist es, alle Artikelmanuskripte und alle Fotos in das Infomobil-Layout zu setzen. Und zwar so, dass der Leser eine auch optisch ansprechende Zeitschrift bekommt. Was ich daran sehr schön finde, ist, dass die Menschen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also wer eigentlich hinter SW steckt, was das für Mitarbeiter sind, dass gezielt auch ab und an einzelne Persönlichkeiten hervorgehoben werden, wie die Busfahrer. Klar, das ist immer spannend. Das am Computer fertig gestaltete Heft wird anschließend für den Druck vorbereitet. Dafür ist Klaus Fischer mit seiner Agentur für Druck und Produktion zuständig. Ist die Druckfarbe getrocknet, wird noch gefalzt, geheftet, etikettiert und alles für die Auslieferung und Versand des Magazins vorbereitet. Erst dann ist das Infomobil soweit, dass es an die Leser verteilt werden kann. Das kostenlose Fahrgastmagazin für Wiesbadens Nahverkehr gibt es an allen SW-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Mobilitätszentrale im Luisenforum oder an vielen weiteren Standorten in Wiesbaden. Die Inhaber eines Jahresabos von SW Verkehr erhalten das Infomobil gratis nach Hause geschickt. Bleibt also nur noch eine Frage offen. Wie kam man denn überhaupt auf den Titelnamen der Zeitschrift? Wir haben uns vor einigen Jahren, als wir die Entscheidung getroffen haben, diese Zeitung ins Leben zu rufen, haben wir uns natürlich auch über den Namen Gedanken gemacht, hatten viele Ideen. Und die beste Idee war, die Verbindung zwischen Information und Mobilität zu bringen. Und so ist der Name Infomobil entstanden. Auch für die aktuelle Ausgabe des Magazins hat sich das Redaktionsteam wieder eine Menge interessante Themen einfallen lassen und diese spannend für die Leserschaft aufbereitet. Zusammenfassend kann man also sagen: Das Infomobil sollte man lesen, weil es eine spannende und interessante Information für alle Wiesbadener ist.